attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heute gibt es ein besonderes Video. Ich bin gerade unterwegs, treffe mich da mit Christian, ist auch ein YouTuber, und wir machen heute mal eine kleine Wanderung mit einer Overnight-Übernachtung mitten im Wald. Genau, lasst euch einfach mal überraschen. Wenn ich angekommen bin, werden wir erstmal durch die Schlucht laufen. Landschaftlich sehr schön gelegen. Und ja, ich melde mich dann von da wieder. Bis später. Euer Urbex Bossi. So, jetzt sind wir angekommen an unsere Schlucht. Und ja, lasst euch mal überraschen. Das ist der Christian. Christian, hallo. Sagt mal hallo. Hallo. Der Unterer Brücker waren eigentlich immer die Trolls, oder wie war das? Ja, genau. Der Christian ist heute auch bei der Übernachtung dabei. Mal schauen, was wir hier ein wenig erleben. Weil es ist das sogenannte Teufelsloch. Lasst euch überraschen. Na gut, wir laufen mal weiter und bis nachher gleich. Aber wir schauen erstmal, wenn der Christian hinfällt, dass wir was zum Lachen haben. Ja, genau. Aber was mir heute nicht gefällt, dass kein Wasser ist. Also ist heute auch kein Wasserfall. Ja, wie ihr seht, ist hier eigentlich normalerweise der Wasser voll, aber wie man sieht, ja, ist irgendwie Ebbe. Gar nichts. Da ist ein Ebbe hier. Doch, da ist er. Ein Rinnsal. Mehr als ein Rinnsal. Hier haben wir die Überreste des Wasserfalls. Ein Lost-Wasserfall. Hier kommt er normalerweise auch der Wasserfall runter.
der mit den Mücken kämpft. Das ist angenehme Kälte. Was gefunden? Und ich schau mal die rückliegende Außerirdischen an. Und hier wollen wir auch unser Overnight-Projekt mal starten irgendwo. Aber da suchen wir uns noch ein paar sinnende Stelle. Mai 19. Mai noch. Ach genau, hier ist sie. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. 1920. Freut euch. Des Lebens. Des Lebens. 6A. Genau, der. Oberen Realschule. HF. HH. Hamburg. Nee. Achso, ach ja. Genau. Ja, hier hat sich eine Grundschule verewigt. Oder eine Realschule. Mai 1920, freut euch des Lebens. 6A, Oberrealschule, HF, HH. Das HH los jetzt irgendwo mit. Problem, kenne ich. Also wir befinden uns heute hier im ehemaligen oder sogenannten Teufelsloch in Oberfranken. Eine der schönsten Ecken. Und wie gesagt, hier wollen wir mal eine Overnight starten, dass wir mal den Trend mitmachen und suchen uns hier schöne Übernachtungsmöglichkeit. Wie gesagt, heute ist der Christian dabei von Thüringen Wald TV. Seinen Kanal werde ich dann auch hier verlinken. Könnt ihr auch gerne abonnieren. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo es hier hingeht.
Da ist der, wer das darstellen kann, weiß ich nicht, aber könnte Christian Ähnlichkeit haben. Obwohl er nie gesagt hat, dass er hier jemals im Leben war. Aber einmal durch Schlamm. Hier. Achso, das hat ja gesagt, ja, genau. Also hier hätten wir noch ein Freibad dabei. Jetzt richtig urwaldmäßig, gell? Hast du deine Vorderhose dabei? Muss ich schauen, habe ich bestimmt was dabei. Christian ist unser Pilzexperte. Kann man den da essen? Moment, ich bin auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Alter Mann ist ja die KD-Zug. Wo bist du denn? Hier. Scheiße, ist jung. Nee, glaube ich nicht. Wie gesagt, also gestern meinte oben Übernachtungsplatz ist nichts, also suchen wir mal weiter. Ja, das finde ich halt so genial hier. Ich sage immer, hier ist der fränkische Urwald. Urwald. Das ist einer der schönsten Flecken hier in Oberfranken. Man muss auch hier aufpassen, wie bei jedem Lost Place, obwohl es hier kein Lost Place ist, sondern mal ein Wandertag mit Übernachtung. Weil nächstes Lost Place Video erscheint dann ab nächsten Monat. Da mache ich eine Ostseetour. Und ja, da haben wir wieder einige interessante Lost Place für euch. So, wir haben unser Nachtlager erreicht. Da oben schläft der Christian irgendwo. Ne, Spaß beiseite. Der hat da sein Nachtlager aufgebaut. Oder ist noch auf dem Weg. Ich habe mir hier neben einem Dachsbau einen Schlafplatz gesucht. Ich kuschel so gerne mit Dachse. Spaß beiseite. Und das hier ist unser Essen, oder beziehungsweise mein Essen. So ein Eimann-Paket für die, von der Bundeswehr. Da sind drei Trinkwasser dabei. Muss aber sagen, eins habe ich schon probiert, schmeckt wie Kekse. Dann gehen wir hier weiter auf Kekse. Hier gibt es dann Kaffee zum Frühstück oder einen Tee oder Maggi-Brühe. Kann man auch zum Frühstück essen. Dann haben wir hier, das werde ich dann mal probieren, das Cevapcici. Warmgericht. Isotonische Getränke haben wir hier.
brauchen wir natürlich. Dann haben wir hier Schinkencreme, Leberwurst, dann hier Aprikosenmarmelade und Erdbeermarmelade, Roggenmischbrot, mal schauen, wie das schmeckt, eine Tafel Schokolade und hier ist mein kleiner Kocher. Genau, jetzt schauen wir mal, was heute abends noch passiert. Wie gesagt, wir befinden uns hier mitten in einer Schlucht. Ich hoffe, da oben stürzt sich kein Wildschwein in den Tod, weil dann ist der Christian platt. Und ja, ich melde mich dann später nochmal. Mal schauen, was uns heute noch erwartet. Wir werden erstmal was zum Essen gönnen. Ja, mal schauen, was ich jetzt als erstes fordere. So, mein Essen ist auch gleich fertig. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich habe mal probiert. Ging. Der da drüben ist auch schon, glaube ich, gleich beim Essen. Und ja. Jetzt Max Probe hat es bei mir schon mal bestanden. Genau, und dann schauen wir mal, ob ich einen Tee oder noch einen Kaffee trinke heute. Und ja, ich melde mich dann später nochmal. So, jetzt probieren wir mal ein ISO-Getränk. Und mal schauen, wie der schmeckt. Und ja, ich habe das Licht wegen falsch zu mir hin. Und jetzt werden wir gerade aufgefressen von den komischen Stechmücken hier. Und ja, jetzt probieren wir mal, wie der schmeckt. Ja, das kann man trinken. Man muss es nicht, aber man kann es. Genau. Und das Essen des Cevapcici war sehr gut. Christian ist noch am Suchen. Und er isst noch, genau. Und ich melde mich dann auch später nochmal. Bis dann, bis ich hier aufgefressen bin. Nacht schaut alles ein bisschen komisch aus hier. Sind wir hier schon gelaufen? Ah. Wenn ich das finde, hätten wir eigentlich schon. Da läuft er hin. So, wir machen uns jetzt noch eine gute Nacht-Tee und dann werden wir uns mal schlafen legen in unserer atemberaubenden Umgebung. Rechts und links Felsen, über uns
befinden sich ein paar Bäume. Wir hoffen, dass sie die Nacht durchhalten. Oh, das war mein Lichtrehe. Das ist mein kleiner süßer Wasserkocher. Wasser kocht. Dann gibt es jetzt einen Tee. Mein Leberwurst-Altar. Da liegt mein Frühstück. Und ja, der Christian lacht schon wieder. Leberwurst-Altar. Das kennen die aus Thüringen gar nicht. Ich bin eigentlich kein Thüringer, das habt ihr schon festgestellt. Aber die Franken haben auch einen Leberwurst-Altar, wenn sie unterwegs Overnight schlafen. Aber jetzt sage ich mal, gute Nacht, bis morgen. So, ich werde erstmal Frühstück machen, der Hunger ruft. Einmal ein leckeres Schwarzbrot aus der Dose. Plus Schinkencreme. Und auch noch ein Marmelade da. Und Leberwurst ist mein Leberwurst-Altar. Und werden wir gleich mal kosten. Na gut, bis gleich. So, jetzt geht's erstmal zum Auto. Und dann schauen wir mal noch ein paar Aufnahmen schauen, ein paar Bilder für euch machen. Also hier haben wir noch was. Lateinisch lesen kann. Kannst du mal übersetzen. Der Christian kann bestimmt Lateinisch. Der übersetzt uns das jetzt in Hochdeutsch. Das kann er wieder in Gang bringen. Ist das für Deutsch oder was? Ja. Das muss er rausgehen, oder? Ja. Und hier haben wir dann überall so Abgeschriftungen. Das war heute mal ein anderes Video. Wir haben heute mal eine Overnight-Übernachtung gemacht. Das erste auf meinem Kanal. Ich bin jetzt wieder nach Hause weg.
war ungefähr eine Stunde, bis ich daheim bin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und es wird auch nicht unser letztes sein. Und ich verlinke euch auch Christian seinen Kanal unten in der Beschreibung. Und könnt gerne mal bei ihm vorbeischauen. Ein feiner, dufter Typ. Hatten recht viel Spaß die Nacht. Und nächste Overnight wahrscheinlich irgendwo in den Bergen, also zwischen 1500 und 2000 Meter. Aber wann wir das machen, kann ich euch leider noch nicht sagen. Und demnächst erscheint bei mir auch wieder Lost Place Videos. Da ich am 4. August eine Tour an der Ostsee geplant habe. Und ja, lasst euch dann einfach mal überraschen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Ich weiß nicht, wann ihr das Video anschaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Urbex Bossi. Ciao, ciao.